Machen wir nun weiter mit der IEEE 802.11-Technologie. Im Gegensatz zu 802.3-Technologie, die auf drahtgebundenen Medien basiert, ist 802.11.3 ein drahtloser Local Area Network Standard. Und der Standard selber, den Sie hier mal sehen, gibt es in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Familien, in verschiedenen Frequenzbändern mit verschiedenen Funktionen. Und wenn Sie hier mal auf der linken Seite schauen, dann haben Sie verschiedene Sachen wie Point Distribution Function, Hybrid Coordination Function, Mass Coordination Function. Das sind alles Funktionen, die erstmal für uns hier nicht wichtig sind. Die kommen später vielleicht nochmal dran. Aber die DCF, die Distributed Coordinating Function, ist die wichtige, weil auch diejenige ist, die sozusagen auf den meisten Endgeräten implementiert ist. Da gibt es einmal den Infrastructure Mode. Das ist das, was Sie zu Hause haben mit Ihrem Access Point. Oder ein Ad-Hoc Mode, wo die Geräte direkt miteinander kommunizieren. Das sind beides verteilte Systeme. Nichtsdestotrotz gibt es da Unterschiede im Aufbau. Da kommen wir gleich noch zu. 802.11 benutzt das sogenannte ISM-Band, Industry, Scientific and Medical Band. Da gibt es Bänder, die sozusagen lizenzfrei sind und 802.11 fokussiert sich auf 2,4 GHz und 5 GHz. Hier sieht man nochmal die Medium Access Control Architektur mit der DCF, der Distributed Coordinated Function. Darüber hinaus gibt es noch Module, die aufgesetzt werden können. PCF, das ist ungefähr das, was Sie vorher mal als koordinierten TDMA-Zugriff kennengelernt haben, wie DSA, dieses Dynamic Slot Assignment zum Beispiel und noch andere Methoden. Aber grundsätzlich konzentrieren wir uns erstmal auf diese sogenannte DCF. Zum Aufbau, wenn Sie im Infrastrukturmodus sind, dann haben Sie zum Beispiel Ihre Laptops, die an verschiedenen Access Points miteinander angebunden sind. Und wenn Sie sozusagen über das gleiche Distribution System miteinander verbunden sind, das kann drahtgebunden oder auch drahtlos sein, dann formen Sie sozusagen ein Netzwerk. Sie können dann sozusagen von einem Netzwerk ins andere Netzwerk reinroamen, das ist kein Problem. Vom Distribution System gibt es ein Portal, das dann sozusagen ins, über Ethernet, ins Internet die Verbindung schafft. Ja? Gut. Wie funktioniert es der Ad-Hoc-Mode? Da gibt es eben, da kann man direkt von einem Netzwerk, von einer Station zur anderen Station senden. Das heißt, Sie brauchen jetzt nicht mehr den Access-Punkt dazu, das geht auch direkt. Das nennt man dann Ad-Hoc-Mode. Ja? Und hier spricht man von einem Base-Service-Set, wenn man hier schon in der Infrastructure-Mode von einem Extended-Service-Set spricht. Okay. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten von 802.11. Die Originalversion von 1999 hatte drei verschiedene physikalische Varianten. Das heißt, wir haben wieder den Logical Link Control, wie beim Ethernet auch mit 802.2. Dann das Medium Access Control mit 802.11. Darum geht es jetzt erstmal. Die zweite Schicht nach ISO-OSI. Und die physikalische Realisierung könnte entweder ein Frequency Hopper sein, ein Direct Sequence Bed Spectrum oder ein Infrarot. Ja. Obwohl alle drei eigentlich im Standard sind, gibt es nur Implementierung für Direct Sequence Bed Spectrum. Die anderen beiden mag es irgendwo gegeben haben. Ich selber habe sie nie gesehen eigentlich. Auf Kostengründen hat man eigentlich diese Sache nicht gemacht. Bei Infrarot ist es sogar so, dass es einfach nicht praktikabel war. Und nach dem 802.11, der Urvariante, gab es noch 802.11b und später kamen noch 802.11a und 802.11g hinzu. Das heißt, 11b, wenn man bei der Originalvariante 1 bis 2 Megabit hatte, hatte man mit, bei 11b ist man schon hochgegangen bis 11 Megabit. Darum, die 11 hat mit dem 11 Megabit erstmal gar nichts zu tun, das ist nur ein Zufall hier. Und diese 802.11-Variante war auch kompatibel mit der anderen, die konnten also miteinander kommunizieren. 11a und 11g haben nicht mehr TDMA, sondern OFDM benutzt und auch nicht mehr diese Direct Spread Spectrum-Variante. Und am Anfang kam erstmal 802.11a raus in einer höheren Frequenz, 5 GHz. Und weil das sehr erfolgreich war und sehr robust, hat man sich auch entschieden, auch eine
Variante in 2 Gigahertz anzubieten mit OFDM. Ja. Gut, und die gesamte Familie sieht man nochmal hier. Man hat hier die 802.11b mit 11 Megabit pro Sekunde mit Direct Split Spectrum im 2,4 Gigahertz Bereich. Dann im gleichen Frequenzbereich aber OFDM mit maximal 54 Megabit pro Sekunde 11G. Und auf der anderen Seite die Basisvariante 2 Megabit pro Sekunde Direct Split Spectrum Frequency Hopper 2,4 Gigahertz. Und später dann 802.11a im 5 GHz Bereich OFDR mit 54 Megabit. Dann gibt es noch Untervarianten wie 11p, das ist die Variante für K2K, ja, also nicht infrastrukturbasiert, sondern ad hoc basiert. Und dann gibt es die ganze 11n-Familie oder AC, AD, die jetzt besprochen wird mit viel mehr höheren Datenraten. Hier geht es aber eigentlich um das Medium Access Control Protokoll. Darum gehen wir mal zurück auf die Anfänge. Geschichtliche Zusammenfassung hier nochmal mit der verschiedenen Familien, in welchem Frequenzbereich die arbeiten werden und auch die Ausprägung hin zu 60 GHz. Gut, zum Medienzugriff. Wie greife ich jetzt aufs Medium zu? Wir hatten ja beim Ethernet das CSMA-CD, Collision Detection. Wir haben hier leider nicht die Möglichkeit, Kollisionen zu erkennen. Warum? Das werden wir gleich sehen. Grundsätzlich hat man beim Ethernet ja gesagt, zwischen zwei Frames soll einfach nur 9,6 Mikrosekunden sein und wenn der Kanal frei ist, dann würde ich sozusagen senden. 802.11 hat da einen etwas komplizierteren Ansatz. Er kann auch das Medium erstmal erfassen und sehen, ob es idle ist oder busy. Und nachdem das Medium von busy auf idle sozusagen wechselt, gibt es verschiedene Timer. Ne? Den sogenannten SIFS-Timer, PIFS-Timer, DIFS-Timer, AIFS-Timer und so weiter. Für uns hier wichtig sind nur der SIFS-Timer, das ist der Short Interframe Spacing Timer, dann der DIFS-Timer, der Distributed Interframe Spacing Timer. Gut, und dann sehen wir hier noch andere Nomenklaturen, die werden wir aber gleich nochmal kennenlernen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Quelle und einen Empfänger habe und noch darüber hinaus andere, dann ist es folgendermaßen aufgebaut. Eine Quelle wird erstmal sagen, ich höre zu, ob das Medium frei ist für eine bestimmte Zeit. Und das ist der sogenannte DIFS-Timer. Das war der etwas größere Zeitraum. Und solange das eben frei ist, könnte ich jetzt sagen, jetzt sende ich meine Daten. Das ist ein großes Datenpaket. Und ich würde, nachdem ich die Daten gesendet habe, ein Acknowledgement erwarten von der Gegenseite. Und diese Gegenseite wird natürlich das Medium auch mitscannen und sagen, solange es besetzt ist, kann ich das Eck natürlich nicht senden, aber sobald es frei wird, warte ich nur einen SIFS-Timer. So, und dann sende ich ein Acknowledgement. Dass während diesem Datenübertragung und diesem Acknowledgement keine weitere Station sendet, muss man nur dafür sorgen, dass der SIFS-Timer viel kleiner ist als der DIFF-Timer. Denn die anderen Stationen, wenn die jetzt mithören und würden jetzt das Medium hier als frei erkennen und würden einen DIFF-Timer warten und dann würde irgendwann das Acknowledgement anfangen, würden sie wissen, aha, da kommt noch was. Wenn jetzt das erfolgreich vonstatten gegangen ist, DIFF-Timer, Data, SIFF-Timer, Acknowledgement, dann warten alle Stationen einen bestimmten DIFF-Timer und dann kann es sozusagen weitergehen. Das wird aber sozusagen auch noch mit einem bestimmten Backoff-Verfahren kombiniert. Warum das so ist, werden wir gleich sehen. Erstmal ist das Problem, wenn Kollisionen auftreten, dann könnte es ja so sein, dass wenn einer während meiner Datenübertragung sendet, und dieses Datenpaket ist ja sehr, sehr lang, dann hätte ich ja alle Daten verloren. Das heißt, man möchte erstmal in der Lage sein, klarzustellen, dass man jetzt was senden möchte und alle anderen nicht mehr in diese Kommunikation eintreten können. Das heißt, die Quelle wird sagen, ich mache erstmal den DIFF-Timer, aber anstelle der Daten sendet sie ein ganz kurzes RTS-Paket, das heißt Ready to Send. Mit diesem Ready to Send würden alle Nachbarn, die in der Umgebung der Quelle sind, benachrichtigt werden, denn das steht auch in dem Paket, dass das Medium für die folgende Zeit geblockt wird. Das nennt man Network Allocation Vector. Und das wird durch das RTS an die Nachbarn der Quelle gesendet. Die
Der Empfänger würde jetzt auf das RTS mit einem CTS antworten und damit dazwischen keiner reinkommt, mit einem, natürlich nur mit einem SIFS-Timer. Und das heißt Clear to Send. In diesem Clear to Send wird nicht nur der Quelle gesagt, dass dass das Datenpaket gesendet werden soll, sondern auch die Nachbarn um den Empfänger bekommen jetzt auch einen Network Allocation Vector, der natürlich um einen Faktor kleiner ist als der Network Allocation Vector von der Quelle, weil ja schon etwas Zeit vergangen ist. Nichtsdestotrotz werden jetzt alle Nachbarn der Quelle und auch des Empfängers wissen, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dem Acknowledgement inkludiert das Medium nicht benutzt werden darf. Und das können diese Stationen dazu nutzen, in den Power Sleep zu gehen, um Energie zu sparen. Zu sparen. Die würden erst hier wieder aufwachen und gucken, was passiert. Und jetzt würde die Kommunikation so aussehen: die Source nach einem Diff, RTS, SIF, CTF, SIF würden die Daten gesendet, sehr lange. Auch wenn das hier nur kurz aussieht, das Datenpaket immer Vielfaches größer als das RTS, CTS und das Acknowledgement. Nach den Daten wird ein SIF-Timer und das Acknowledgement von der Destination erwartet. Und nach einem DIF-Timer sind erst alle wieder in der Lage, den Kanal danach zu benutzen. Gut, jetzt könnte es noch so sein, dass mein Paket größer ist als das, was normalerweise in so ein Paket passt. Dann müsste ich sozusagen MAC Fragmentation machen. Ja? Das heißt, ich sage kurz an, wie lange das Medium benutzt wird und würde dann Fragmente nach einem RTS-CTS, Fragment 0, Acknowledgement, Fragment 1, Acknowledgement, Fragment 2, Acknowledgement übertragen. Das heißt, das sind für große Pakete. Das heißt, ich müsste dieses RTS-CTS nicht für jedes Fragment machen, sondern könnte das hintereinander wegsenden. Über die Fragmente reden wir gleich nochmal. Gut, wenn das jetzt sozusagen, wenn jetzt was verloren geht, ich könnte ja auch sagen, ich sende ganz normal RTS, CTS, habe ein Fragment und ich verliere ein Acknowledgement. Was ich dann mache, ist, dass sofort weitergeht und ich nicht auf das Ende der ganzen Fragmente warte. Das heißt, auch die Network-Allokatoren werden so gesetzt, dass man immer nach dem Ende eines Fragmentes zuhören kann. Gut, und jetzt gibt es noch wieder einen Random Backoff-Time. Warum brauche ich den? Erstmal hier einen Backoff-Timer, der exponentiell anwächst. Und ich brauche den folgendermaßen: wenn ich das nach einem Diff sozusagen das Medium als frei erkannt habe und ich warte auf diesen Diff-Timer, dann könnte es sein, dass irgendwie das Medium wieder busy ist mit auch einem inkludierten Acknowledgement und SIF, wie auch immer. Aber solange nach einem Diff-Timer, das wieder frei ist, könnten natürlich die Stationen, die sich bis jetzt angesammelt haben, alle losschlagen und sagen, ich möchte jetzt senden. Damit das nicht passiert, haben alle Stationen einen sogenannten Backoff-Timer. Und dieser Backoff-Timer basiert aus einer initialen Größe, die auch noch größer wird, wenn mehrere Kollisionen aufgeschlagen sind für diesen Host. Und dadurch versuche ich, die Kollision zu spreizen über das sogenannte Backoff-Window. Ja? Wie sieht sowas aus? Ich habe hier mal das angezeigt für Station A, B, C, D, E. Station A sendet gerade noch und sendet heißt, also eigentlich schon aufgehört zu senden. Das erwartet aber noch das Acknowledgement von der zu empfangenden Station. Und wenn das Acknowledgement ankommt, warten alle Stationen einen bestimmten Diff-Timer. Wenn der Diff-Timer abgelaufen ist und alle Stationen A, B, C, D wollen jetzt hier etwas senden, dann nehmen die ihr Window, ja, und man sieht, es gibt welche, die haben ein kleines Window, ein mittleres, leicht großes oder sehr großes Window. Dann zählen die sozusagen runter ihr Window, bis es auf 0 ist und der sozusagen auf 0 gesetzt hat, fängt an, den Frame zu benutzen. Was in dem Frame passiert, ob das ein Datenpaket mit Acknowledgement ist oder RTS, CTS, Daten und Acknowledgement, sei dahingestellt. Was man aber sieht, wenn die Station C runterzählt, zählen auch Station B, D und auch A ihr Window eigentlich runter. Und beim nächsten Mal, wenn übertragen worden ist, habe ich wieder ein initial großes Window. Ja, das hat man auch hier gesehen. Die hat aber nichts zu senden gehabt. Hier wollte man auch nichts mehr senden. B hatte noch was zu senden, hat aber sein Window schon verkleinert, nicht um genau diesen Teil. Das sieht man hier, der fehlt hier. Und wenn jetzt weitergesendet werden soll, dann sieht man, dass jetzt die Station D als erstes dran ist, weil es das kleinste Window hat.
Mittlerweile wollte auch Station E senden. Die haben auch zugehört und auch das Window verkleinert. Und genau diese Sachen passieren. Jeder hört immer zu, versucht sein Window zu verkleinern, während er wartet. Und wenn er auf Null ist, darf er auch senden. Ja? Man kann das Gleiche auch noch mit der PCF machen. Das haben wir immer mal in der Klausur, nicht in der Klausur, sondern in der Vorlesung angesprochen. Das heißt, man braucht andere Timer, die PIF-Timer, die nochmal kleiner sind als die SIF-Timer, wo die eine Station, eine dedizierte Station wie eine Basisstation, auch nochmal Station pollen kann und sagen, du sollst jetzt aber mal senden und kann auch zwischen die normale Kommunikation dazwischen funken. Das wird aber hier nicht mehr gebraucht. Darum würden wir jetzt erstmal weitermachen mit den Problematiken von dem Wireless-Zugriff, was ich eigentlich habe. Das erste Problem, was ich habe, ist eigentlich Hidden Terminal-Problem. Also wenn die Station A etwas zur Station C senden will, dann würde sie immer das Medium als frei erkennen, weil C gar nicht sendet. Auch kein Nachbar um A herum sendet. Das Medium scheint also frei zu sein. Aber in Wirklichkeit gibt es schon eine Kommunikation, nämlich B sendet etwas zu C. Würde C etwas zu B senden, hätte A das Medium nicht als frei erkannt. Aber solange B etwas nach C sendet und A das Medium als frei erkennt und anfangen würde zu senden, ein Datenpaket oder nur ein RTS, würde es die Pakete, die gerade von B gesendet werden, eigentlich zerstören. Und das nennt man das Hidden Terminal Problem. Ja? Und darum hat man eigentlich diese ganze RTS-CTS-Sache eingeführt. Man weiß um diese Problematik. Das heißt, man kann Kollisionen gar nicht erkennen. Ja, darum kein Collision Detection, sondern man kann sie nur versuchen zu vermindern und zu vermeiden oder den Einfluss einer Kollision so klein wie möglich zu machen. Und dazu dienen die RTS-CTS-Pakete. Hier nochmal ganz kurz, wie das aussieht. Wir sehen hier mal die Station A, B, C, D, E und F. Am Anfang würde die Station C ein RTS-Paket senden, weil es mit der Station D kommunizieren will. Während es das macht, bekommt schon Station B mit, dass jetzt auf keinen Fall etwas gesendet werden darf in dem nachfolgenden Network Allocation Vector. Und wenn dann die Station D auf das RTS antwortet, weil noch kein anderer gesendet hat von den Nachbarn, mit einem CTS wird auch die Station E sozusagen auf Halt gesetzt, zu sagen, bitte nicht in dem folgenden Network Allocation Vector, der durch das CTS gesendet wird, senden. Gut, Station A und F haben hier eigentlich nichts von mitgekriegt, ja, und könnten natürlich immer noch problematisch werden, indem sie so einfach funken, weil sie niemals das Medium als besetzt erkennen würden. Ein zweites Problem, was wir haben, ist das Exposed Terminal Problem. Wenn jetzt ein Knoten, der grüne zum Beispiel hier, der dritte an den vierten, was sendet und der zweite, was an den ersten senden will, würde er das nicht machen, weil der zweite wahrscheinlich den Network Allocation Vector durch ein RTS-Signal gehört hat und sozusagen auf Pause gesetzt wird. Aber hier sieht man, das wäre gar nicht nötig gewesen, weil der zweite will ja zum ersten senden und der erste ist gar nicht im Fangbereich vom vierten. Das Exposed Terminal Problem ist also etwas, was nicht zu Kollisionen führt, sondern einfach zu ineffizienten Senden, weil wir Stationen daran hindern zu senden, obwohl es eigentlich möglich wäre. Nur leider sind wir nicht in der Lage, diese Sachen zu erkennen. Gut, wenn wir jetzt was verschicken, wir haben das beim Ethernet-Frame auch gemacht, hat man eine bestimmte Paketstruktur und eigentlich geht es hier nur um die PCI, die Protokoll-Kontrollinformation. Und es ist relativ komplex mit vielen Werten etc. pp. Es zeigt aber auch mal, womit wir uns hier bei Kommunikationsnetzen eigentlich beschäftigen. Nochmal zur Übersicht, wenn Sie hier auf Network Layer sind, ja, zum Beispiel der IP-Layer in der IP-Welt, dann bekommen Sie irgendwann ein LLC Logical Link Control Paket mit einem Logical Link Control Header. Das geht weiter an den MAC Service Data Unit, die MSDU. Da kommt noch ein MAC Header und das geben wir weiter, diese MAC Protocol Data Unit. Und das wird dann eine PCLP Service Data Unit, PSDU. Und da kommt auch noch wieder ein Header dran, ne? Diese Verschachtelung in größere Umschläge haben wir schon mal besprochen.
Grundsätzlich interessiert uns eigentlich, was in diesem Mac-Header gerade drin ist. Und das sieht relativ simpel aus, das Frame-Format. Es gibt hier eine Frame-Control, eine Duration, drei Adressen, eine Sequenzkontrolle, Adresse 4 nochmal, Quality of Service, HT-Control, Frame-Body und FCS. Gut, hier oben die Zahlen stehen immer, wie viele Oktette oder Bytes wir dafür vorgesehen haben. Und der Frame-Body scheint also das zu sein, was die Daten von der höheren Schicht sind. Das interessiert uns eigentlich weniger, sondern mehr, was passiert hier vorne in der Protokoll-Control-Information. Gut, für das Frame-Control, das sieht man hier mal, das sind 2 Byte. Und wenn man die 2 Byte in die 16-Bit aufschlüsselt, dann kann man da reingucken, erstmal, was ist das für eine Protokollversion? Ja? Was ist das für ein Typ, ein Subtyp etc. pp. Und das gehen wir mal kurz durch. Als erstes sind 2 Bit für die Protokollversion da. Im Moment wird einfach die ersten 2 Bits auf 0 gesetzt, ist aber für weitere Protokolle schon vorbereitet. Das heißt, bis zu 4 Protokolle können wir hier unterscheiden. Beim Typ ist die Frage, was für ein Paket kommt denn da in dem Framebody? Was ist denn da drin? Ist das ein Management-Paket? Ist das ein Kontrollpaket? Sind das Daten? Oder ist das ein reserviertes Feld? Ein Subtype von Paketen sagt uns jetzt eben an, ist das ein RTS? Ist das ein CTS? Und wenn die ersten, also wenn B2, B3, das sind ja die aus dem Typ, auf 0,1 gesetzt werden und 0,1 heißt das Control. Und dann guckt man sich an, was ist denn B4 bis B7? Und 1,0,1,1 heißt ein RTS, 1,1,0,0 ist ein CTS. Es gibt also noch andere Kontrollmechanismen, aber nur mal als Beispiel, wie man ein RTS-CTS-Paket überhaupt erkennt. Dann ganz klar, von wo nach wo, also von der Distributed System zum Distributed System oder von einer Station zu einer anderen Station mit derselben IBSS, das ist dieses Subset-System, sollen wir zum Access-Punkt oder geht es hier um Mesh-Operation, das wird hier klar gemacht in den nächsten 2 Bit. Dann haben wir Fragmente, das haben wir schon mal gerade angesprochen. Wenn man Fragmente hat, muss man auch erklären, gehören die noch zur gleichen Fragmentfamilie? Dazu gibt es dieses eine Bit. Ein Retry wird gesetzt, wenn ich versuche, dass ein Retransmission von einem Paket erfolgt ist, das auch sein kann. Das heißt, ich sehe schon mal, irgendwas ist auf dem Kanal passiert, wenn das Retry-Bit gesetzt ist. Power Management sagt ganz einfach, soll eine Station, darf es sich schlafen legen oder nicht, um Energie zu sparen. Bei manchmal ist es wünschenswert, dass die Stationen nicht in Power Management eingehen. Kommen noch mehr Daten, ist auch ein Flag. Ist es ein Protected Frame, dafür ist ein Bit reserviert und das kann sein, dass eben dadurch auch Crypto Power noch auf das Paket angeordnet wird. Gut, und das Order Field wird gesagt, ob da noch Quality of Service mit bei ist, also sind das wichtige Frames oder nicht, erstmal nicht so wichtig. Gut, das waren jetzt 16 Bits aus den ersten 2 Bytes vom Frame Control. Ja, und jetzt sieht man, hier sind ja noch viel mehr. Das gehen wir jetzt etwas schneller durch. Die Duration, das sagt einfach an, wie lange eigentlich die Übertragung dieses Pakets wohl dauern wird. Das hängt damit zusammen, mit welcher Framerate so ein Mac-Frame am Ende gesendet wird. Und wir werden nachher lernen, dass der Mac-Frame selber nicht mit der gleichen Datenrate gesendet wird, weil bestimmte Teile mit einer geringen Datenrate und andere Sachen wieder mit einer sehr hohen Datenrate übertragen werden. Dann gibt es noch Adressfelder, 4 Stück der Zahl. Die können sich anschauen, wer zu wem überträgt. Ist erstmal für uns nicht wichtig. Wichtig wäre nur die Sequenz-Kontrollnummer. Das sind 2 Byte, also 16 Bit. Und da gibt es wieder 2 Unterschiede, die Frequentnummer und die Sequenznummer. Ja? Wenn ich keine Fragmente habe, wäre das auch im Frame Control schon gesetzt. Wenn ich welche habe, gucke ich mir die Fragmentnummer an, zu welcher Sequenznummer sie auch gehören. So, normalerweise wird sonst nur die Sequenznummer sozusagen ansteigend sein. Quality of Service will ich nicht näher darauf eingehen, kann man aber setzen. Das wird über diese 2 Byte gemacht. Und das HT Control Field geht darum, nochmal bestimmte Sachen für den Ablauf innerhalb des Basissets oder des Extended Sets zu setzen. Dann kommen die Daten
Und last but not least, was wir kennen, ist ein CRC, ein 32-Bit-CRC mit der folgenden Sache, den Sie aber auch schon aus dem Ethernet kennen. Gut, dann gibt es noch verschiedene Subframes, zum Beispiel ein RTS-Frame. Wie wird der aussehen? Der hat ein Frame-Control, der hat eine Duration und dann gibt es nur noch RA und TA. Und dann auch hier wieder der CRC. Beim CTS brauche ich natürlich auch nur Frame Control, die Duration wieder, um den Network Allocation Vector zu setzen, wie auch hier, aber nur die Receiving Address, denn der Transceiver ist ja in dem Fall klar. Und beim Acknowledgement ist das Gleiche, der Empfänger bestätigt einfach nur nochmal, dass er sozusagen einen Frame erfolgreich bekommen hat. So, und jetzt muss man sich angucken, so ein Header selber ist 40 Byte, ein RTS-Paket 20 Byte, CTS 14 Byte, ein Acknowledgement auch 14 Byte. Das ist nachher nochmal wichtig, wenn wir versuchen, die theoretischen Durchsatz von so einem System zu berechnen. Gut, und die Daten werden dann sozusagen auf ein 16 QAM oder 64 QAM gemappt. Das kennen wir auch noch, haben wir beim physikalischen Sachen gelernt. Das sind einfach die Daten, die dann aus dem Frame kommen, werden einfach gemappt. So, und wenn ich mir jetzt wenn ich die Pakete auf den File-Layer gebe, dann habe ich hier verschiedene Strukturen. Ich habe hier eine PPDU und die beinhaltet eine PLC-Präambel mit 144 Bits, eine PLC-P-Header mit 48 Bit und eine PSDU. Ja? Das sind eigentlich die Daten. Und hier sieht man mal, dass diese Sachen, die werden mit einer bestimmten Datenrate übertragen. Und das können unterschiedliche Datenraten sein. Der Header selber wird erstmal mit 1 Megabit übertragen. Und später kann ich dann die PSDU mit verschiedenen Datenraten, mit höheren Datenraten übertragen. Und diese Aufteilung in verschiedene Präambel und Header sieht sehr konfus aus. Nichtsdestotrotz kommen wir da nochmal auf zu sprechen, wenn wir über die theoretische Durchsatz von so einem System reden. Gut, auf dem File-Layer kann ich mir das genauso angucken. Also ich gucke nochmal hier Sync, SFD, Signal, was sind das alles? Das erste ist das Sync-Field mit 128 Bits und das sind einfach scrambled Bits. Das heißt, dass der Empfänger sich erstmal auf den Bitstrom einstellen kann. Dann habe ich das SFD-Feld, das den Start eines jeweiligen Feldes bekannt gibt. Das Signalisierungsbit sagt dann an, wie ich übertragen möchte. Ja? Also mit 1 Megabit, 2 Megabit pro Sekunde zum Beispiel. Ein Service-Bit sagt in diesem Fall noch nichts aus. Das wird einfach nur vorgehalten für spätere unterschiedliche Dienstgüte, dann die Länge sagt, also es sind 16 Bits, die dann sagen, in einer bestimmten Granularität von Mikrosekunden, diese MPDU, wie lange das dauern wird, diese zu übertragen. Und dann habe ich noch ein CRC mit 16 Bits, ja, und das ist eben hier dieses folgende Irreducible Polynomial, das wir dafür brauchen. Gut, wenn ich übertrage, dann kommt es darauf an, wie ich übertrage. Hier einmal 2,4 Gigahertz im ISM-Band. Ich habe verschiedene Kanäle, eigentlich gibt es viel mehr, aber ich versuche mir aus den Nordamerika, aus den 11 verschiedenen Kanälen, 3 Kanäle zu nehmen, die nicht überlappen. Es gibt auch überlappende Kanäle, aber Sie sehen sehr häufig, wenn Sie so einen Wi-Fi Analyzer nehmen, dass man immer versucht, Kanal 1, 6 oder 7 und Kanal 11 zu nehmen oder 11, 7 und 13 in Nordeuropa, um einfach zu vermeiden, dass die Kanäle sich überlappen und sozusagen auch stören könnten. Das ist Europa mal 1, 7, 13 und wenn Sie irgendwo sind und Leute Kanal 4 oder was anderes benutzen, dann könnte man das noch optimieren, zum Beispiel im Haushalt. Wenn ich jetzt was übertrage, dann bei der ganz einfachen Variante 802.11, dann habe ich die sogenannte 11 Megachip pro Sekunde Sequenz mit der spektralen Energiekurve. Und wenn ich mir die jetzt eben hier angucke und ich würde sagen verschiedene Kanäle nehmen, dann sieht man ganz klar, dass die neben Energiebänder relativ schwach sind, wenn ich die Kanäle richtig nehme. Hätte ich jetzt Kanal 2 genommen, hätte ich noch sehr viel Energie in das Band hineinbekommen.
Jetzt kann man sich mal angucken, was für Bitraten es gibt. In 802.11 haben wir eigentlich nur 1 und 2 Megabit. Später wurde in 11b nochmal 5,5 und 11 Megabit hinzugefügt. Und die Frage ist jetzt, wann benutze ich was? Ist meine Verbindung sehr gut? Also meistens, wenn ich sehr nah dran bin, kann ich ruhig mal mit 11 Megabit übertragen, wenn ich die 11b-Variante habe. Sonst würde ich sagen, runterschalten, weil beim Runterschalten der Datenrate wird die Verbindung eigentlich robuster gemacht, weil man mehr Energie pro Bit aufbringt. Gut, und jetzt gibt es verschiedene Modulationsverfahren, BPSK, QPSK oder Differential BPSK und Differential QPSK kennt man vielleicht. Und CCK nennt sich Complementary Code Keying. Was das jetzt ist, nochmal kurz sich anschauen. Wenn ich einen Bitstrom habe, habe ich hier 0 und 1 und eine Baker-Sequenz. Haben Sie auch schon mal gesehen bei dem Spread-Spectrum-Verfahren mit Hedy-Lamarr. Dann sehe ich hier, aha, bei der 0 nehme ich die gleiche Flanke. Wenn ich die 1 Bit habe, invertiere ich die Flanke der Baker-Sequenz. Und dann habe ich eine höherratige Übertragung. Wenn ich jetzt QPSK habe, dann kann ich sozusagen 2 Bit auf ein Symbol übertragen. Ja, Differential ist, man kann auch QPSK nehmen, da werden die Kügelchen hier in der Ecke. Und wenn ich jetzt 1 oder 2 Bit bewerte, wie ist das? Die Chiprate ist immer 11 Megachips pro Sekunde. Das heißt, ein Chip ist immer ein Elftel einer Mikrosekunde. Und damit ist die Duration von 11 Chips für ein Codewort genau eine Mikrosekunde. Und damit habe ich eine Codewortrate von 1 Megawords pro Sekunde. So. Und jetzt ist die Frage, was kann ich in einem Wort übertragen? Ein Bit mit BPSK oder Differential BPSK und 2 Bit mit Differential QPSK. Und damit habe ich die beiden Datenraten, 1 Megabit pro Sekunde und 2 Megabit pro Sekunde. Jetzt kann ich noch sozusagen etwas umändern. Ich kann eine Bitsequenz, 4 Bits, dann kann ich sozusagen sagen, ich nehme jetzt eine CCK-Operation und kriege aus den 4 Bit ein 8-Chip-Codewort heraus und habe dann eine Codewort-Repetition-Rate von 1,375 Megawords pro Sekunde. Ja? Und wenn man sich das anguckt, wenn man hier jetzt wieder die gleiche Chiprate zur Grunde legt und ich jetzt aber 8-Chips-Codewort habe, das sind diese 8 Chips hier unten, dann habe ich 8/11 Mikrosekunde pro Codewort. Und damit habe ich diese 1,375 Megawords pro Sekunde. Und jedes Wort hat 4 Bit. Und wenn ich das multipliziere, habe ich genau die 5,5 Megabit pro Sekunde. Das gleiche kann ich nochmal machen, nicht mit 8, sondern mit 11. Schön, mit einer anderen Zuordnung. Jetzt habe ich hier 8 Bit, die ich zuordne. Und die ersten zwei nehme ich ganz normal mit der Initial QPSK Phase Shift und die anderen 2 Bit, die 64 Codewörter auf 8 Chip Codewort, habe ich hier diese 1,375 Megawords pro Sekunde wieder. Und wenn ich das habe, dann kann ich das wieder ausrechnen, dann habe ich 8 Bits anstatt die 4 und dann habe ich nicht 5,5, sondern 11 Megabit pro Sekunde. So, und wenn man jetzt die Timer-Kalkulation noch benutzt, also wie lange ist denn so ein Piff und Diff, das wäre ja auch mal ganz wichtig, dann wird es ein bisschen ekelig, weil wir verschiedene Timer-Werte ablesen müssen und die kommen aus dem Standard. Ja. Und der SIF-Timer, ja, ist nichts anderes als eine Aufsummation von verschiedenen Delays und Processing-Delay, die angenommen wird, die aus dem Standard kommen. Und eine Slot-Time wird auch so sozusagen berechnet, auch wieder Werte aus dem Standard. Und eine Diff-Time ist dann nichts anderes als eine SIF-Timer plus zweimal eine Slot-Time. Ja, also das ist ganz wichtig. Was ist ein Diff-Timer und was ist ein SIF-Timer? Auch wenn es hier sehr eklig aussieht, wir werden das nachher noch sehen, die Werte, müssen wir einfach nur einsetzen. So, und jetzt gucken wir es hier mal an. Also eine Slot-Time war eine Cat-Time, eine Transceiver-Turnaround-Time, Air-Propagation-Time und Mac-Processing-Delay. Wo kriege ich das her? Das sind die Werte, die Farben sind genau hier angegeben. Und dann habe ich eine Slot-Time von 15 plus 5 plus einer Mikrosekunde plus ein Mac Processing Delay. Ja? Und jetzt wäre ich hier, wird die einfach festgesetzt auf 20 Mikrosekunden. Okay? Wenn ich jetzt den SIF-Timer nochmal, das war die Slot-Time, wenn ich den SIF-Timer berechnen will, dann wird der hier später auf 10 Mikrosekunden,
zusammengerechnet aus den Werten, die Sie hier aus dem Standard und den Farben sozusagen ablesen können. Okay, gehe ich auf die physikalischen Layer von 802.11a, zuvor hatten wir ja 11 und 11b uns angeguckt, dann wird es ein bisschen komplizierter, weil ich jetzt OFDM habe. Und OFDM heißt, ich habe verschiedene Frequenzbänder oder Subcarrier und diese Subcarrier im Gegensatz zu Frequenzbändern sind eben störungsfrei. Und ich habe 52 Subcarrier, wobei ich nicht alle benutzen kann. Ich brauche 4 Subcarrier für sogenannte Piloten, die mir ausmessen, wie der Kanal ist, um auf den verschiedenen Subcarrier nachher die richtige Kodierungs- und Modulationsrate zu setzen. Bleiben mir also 48 Subcarrier, auf denen ich Daten übertragen kann. Jeder Subcarrier einzeln könnte jetzt mit einer BPSK, QPSK 16 QAM und 64 QAM Modulierung gemacht werden, mit verschiedenen Coderaten. Grundsätzlich aber wird bei dieser Variante noch alle Subcarrier auf die gleiche Modulation und Codierungsrate gesetzt. Was sind diese Subcarrier? Habe ich gerade schon mal gesagt. Das sind eben Frequenzbänder, die sind aber so angeordnet, dass diese SI-Funktionen so gelegt werden, dass die Nullstellen jeder oder Seitennullstellen jeder SI-Funktion sozusagen auf den Maxima der Neben Subcarrier liegen und damit eben störungsfrei sind. Es gibt verschiedene Frequenzen, die freigemacht worden sind. Zwischen Nordamerika gibt es ein paar Bänder mit 50 Milliwatt und 250 Milliwatt im 5 GHz Bereich und noch etwa im höheren 5 GHz Bereich mit 1 Watt. Das ist in Punkt-zu-Punkt-Verbindung. In Europa haben wir hier auch die gleiche Größe, aber immer mit 200 Milliwatt, nicht nochmal unterteilt und 1 Watt mit einem sehr großen Band zwischen 5,4 und 5,7 GHz. In Japan gibt es nur ein kleines Band. Ja, die Hälfte von dem, was wir in Europa haben. Das heißt, also da ist etwas weniger Platz. Wenn ich mir das jetzt mal angucke für Nordamerika, kann ich sagen, aha, innerhalb dieses Bandes kann ich verschiedene 20 MHz Bänder aufspannen. Und wenn ich mir ein 20 MHz Band angucke, sind hier genau die 52 Subcarrier drin mit den 4 Piloten. Nochmal hier die ein Subcarrier, der eben ein Maximum hat, wo man sozusagen abtasten kann. Aber es gibt auch Nullpunkte. Und jetzt werden die Subcarrier so gesetzt, dass die Nullpunkte dieser Funktion immer mit den Maxima der Nachbarn übereinstimmen. Auch hier gibt es eine Modulation. Für 16 QAM werden die Bits auf Symbole gesetzt. Und ich habe hier wieder eine 16 QAM, 64 QAM Modulation. Ich kann mit 802.11a, aber auch 11g 54 Megabit bekommen. Wieso? Eine Symbol-Duration dauert hier 4 Mikrosekunden auf einem Subcarrier. Ich habe 48 Subcarrier. Ich kann maximal auf einem 6 kodierte Bits auf einen Subcarrier unterbringen mit 64 mit einer 64 QAM. Das heißt, ich habe 288 kodierte Bits pro Symbol, was sich aus der Multiplikation der kodierten Bits pro Subcarrier mal der Subcarrier berechnet. Da ich jetzt aber nicht unkodiert sende, sondern mit der höchsten Kodierungsstufe 3 Viertel, habe ich am Ende des Tages 216 Bits pro Symbol. Und bei der Symboldauer von 4 Mikrosekunden kann ich sagen, 216 Bits geteilt durch 4 Mikrosekunden sind genau diese 54 Megabit pro Sekunde Bitrate. Ja. Jetzt sind die Bitraten aber noch anders. Sie können natürlich verschiedene Modulationen nehmen, nicht nur 64 QAM. Auch 16 QPSK, BPSK, Sie können auch eine andere Codierungsrate nehmen. Sie hätten gerade 288 Coded Bits per OFDM-Symbol, können Sie auch hier benutzen, wenn die gleiche Modulation haben. Und mit einer anderen Codierungsrate kriegen Sie aber nicht 216, sondern nur 192 Data Bits pro OFDM-Symbol heraus. Und bei 4 Mikrosekunden macht das nachher 48 Megabit. So, und das kann man dann sozusagen ausrechnen. Ich habe also verschiedene Datenraten, die mir zur Verfügung stehen. Natürlich will ich immer die höchste Datenrate haben, aber wenn die Signalstärke nicht ausreichend ist, würde ich wahrscheinlich darauf hingehen, sozusagen auch niedrige Datenraten zu wählen, in der Hoffnung, dass meine Pakete überhaupt übertragen werden. So, das sieht man mal hier. Es könnte so schön so eine Art Netzwerk sein, Multi-Hop-Netzwerk mit verschiedenen Datenraten. Die sieht man mal hier, 6, 12, 36, das sind genau die Datenraten, die man hier aus 802.11a bekommt, aufgrund der Distanz. Ja, das ist aber nicht nur die Distanz, sondern es kann auch was mit Dämpfung zu tun haben. Das heißt, man kann auch sehr nah sein, aber durch die Dämpfung eine sehr schlechte
Datenrate haben. Gut, und wenn ich mir das jetzt genau angucke, auch mal für die höheren, also für 802.11a und g, und dann gucke ich mir an, wie ist denn da die Slot-Time, ja, dann habe ich hier vielleicht 9 Mikrosekunden, vorher war sie ja 20, die Symbolzeit sind 4 Mikrosekunden, ein SIFS-Timer ist jetzt 16 Mikrosekunden, ein DIFF-Timer ist immer noch 2 mal 9 plus 16, weil es ja noch 2 mal die Slots-Time ist, plus einmal der SIFF-Timer, da ist der DIFF-Timer auf jeden Fall größer als der SIFF-Timer, auch hier, und die Präambel und der Header, von dem wir gerade gesprochen haben, haben jeweils 16 Mikrosekunden. Ja? Gut, jetzt gucken wir uns das nochmal an, wie so eine PPDU-Frame-Format aufgebaut ist. Ich habe erst den Header und dieser Header ist dann gefolgt von der PSDU. Dann habe ich noch ein paar Tail-Bits und dann ein paar Padding-Bits. Und dann habe ich hier verschiedene Arten und Weise, wie etwas übertragen wird. Am Anfang benutze ich für die Header-Information einfach nur BPSK mit einer Kodierungsrate 1,5, um der Hoffnung, dass dieses zumindest der Header durchkommt. Und später kann ich mit einer höheren Datenrate übertragen. Aus den Standards mal rauskopiert, sieht man hier für 802.11b eine Transmission von der Präambel und dem Header mit 1 Megabit und später mit jeglicher Datenrate, die aufgrund der Bits, der Signal zu Rauschverhältnis eigentlich zulässig ist. Bei 11a und 11g sieht es folgendermaßen aus mit OFDM. Da habe ich auch, wie ich gerade gesagt habe, erstmal eine BPSK und nachher höherwertig. Und dann gibt es noch eine andere Variante, aber die lasse ich jetzt erstmal weg. Ja. So, und wenn ich mir jetzt die verschiedenen Sachen angucke, dann habe ich für 11b, 11g, 11a verschiedene Slots-Zeiten, auch verschiedene Contention, Window Sizes auf dem physikalischen Layer, Symbole, der Diff-Timer, der SIFF-Timer, die sind hier alle einmal angegeben, die Werte. Und wenn ich das habe, kann ich mir nochmal die Werte auch noch auf dem physikalischen Layer angucken, die brauche ich auch gleich. Was will ich nämlich? Ich möchte mir die theoretisch maximalen Durchsatz berechnen. Und das machen wir im nächsten Schritt.